Eine neue Woche, neue Gratisspiele im Epic Games Store. Auch ab dem 22. Juli stehen euch erneut zwei Vollversionen zum kostenlosen Download im Shop der Fortnite-Macher zur Verfügung. Wir werfen bereits jetzt einen Blick auf die Titel und verraten, solltet ihr hier unbedingt zugreifen oder könnt ihr euch die Zeit auch sparen? Wenn ihr immer auf dem neuesten Stand bleiben wollt, was die heißesten Gratis-Games angeht, dann lasst uns doch einfach ein Abo und ein Like da. So verpasst ihr in Zukunft rein gar nichts. Nostalgiker können sich auf Defense Grid The Awakening freuen. Der Titel versetzt euch nämlich schnurstracks zurück ins Jahr 2008. Also in eine Zeit, in der Tower Defense gerade der neue heiße Scheiß der Warcraft-Modding-Szene war und langsam erste eigenständige Genrevertreter auf dem Markt auftauchten. Heutzutage braucht das Spielprinzip wohl nur noch wenig Erklärungen. Wir liefern trotzdem eine kurze. Auf einer überschaubaren, etwa bildschirmgroßen Karte laufen Wellen von Monsterhorden einen geschlängelten Weg auf eure Basis zu. Damit sie dort bestenfalls gar nicht erst ankommen, baut ihr rechts und links des Pfades Türme und andere Verteidigungsanlagen, die den Angreifern vollautomatisch die Hölle heiß machen. Wer will, kann seine Defensivlinien auch noch upgraden oder reparieren. Das dafür benötigte Kleingeld gibt's für erledigte Gegner. So stehen schnell einige taktische Entscheidungen an. Baut ihr lieber schwache Türme, die euch sofort helfen, oder spart ihr lieber auf die verstärkte Variante? Wo positioniert ihr eure Schutzvorrichtungen am klügsten, um möglichst viel Schaden anzurichten? Und natürlich, für welche Gebäude entscheidet ihr euch überhaupt? Schließlich verfügen ja alle über individuelle Vor- und Nachteile. Zu lange solltet ihr darüber aber auch nicht grübeln, eine Pausetaste gibt's nämlich nicht. Die Feindeshorden marschieren also unaufhaltsam auf euch zu. Dieses Konzept setzt Defense Grid The Awakening beinahe in Perfektion um. Verpackt wird es dabei in eine 20 Missionen umfassende Kampagne im Weltraumsetting. Eine wirkliche Handlung gibt's nicht, dafür eine stetig steigende Lernkurve. Feinde halten immer mehr aus, die Map-Layouts werden immer komplexer und auch die Rücksprungfunktion will sinnvoll genutzt werden. Nur so könnt ihr den globalen Highscore erklimmen. Zum Release bekam das Gesamtpaket eine ordentliche Durchschnittswertung von 81. Ob die damals angeblich beste Grafik des Genres heute noch umhaut, darf aber stark bezweifelt werden. Ähnlich historisch geht es auch in Verdun zu. Allerdings nicht, weil das Spiel gefühlt aus einer anderen Zeit stammt, nein, weil es in einer anderen Zeit spielt. Der Ego-Shooter schmeißt euch in die heiß umkämpften Gräben des Ersten Weltkriegs. Wie der Name bereits verrät, geht es dabei vor allem an der Westfront zur Sache, wo zwischen 1914 und 1918 einer der blutigsten Konflikte der Weltgeschichte tobte. Anders als etwa in Battlefield 1 wird euch allerdings keine Kampagne geboten. Stattdessen konzentrieren sich die Macher voll und ganz auf groß angelegte PvP-Schlachten, in deren Fokus intensive Angriffs- und Verteidigungskämpfe stehen. Das Spiel enthält 5 unterschiedliche Modi, zu denen auch klassische Deathmatches gehören. Herzstück ist allerdings die Frontlinienspielvariante. Hier treten zwei 32 Mann starke Teams, unterteilt in jeweils 8 Vierertrupps, gegeneinander an. Jeder Trupp besteht dabei aus verschiedenen Spezialisten wie Grenadieren, Scharfschützen oder Sanitätern. Deren Ziel ist es nun, Schritt für Schritt feindliche Stellungen einzunehmen und so die Frontlinie zum eigenen Vorteil zu verschieben. Das erinnert ein wenig an Rush aus Battlefield, in Verdun geht's aber deutlich verbissener zur Sache. Das spiegelt den verlustreichen Abnutzungskampf des realen Konflikts wider. Insgesamt wird ein enormer Wert auf Realismus gelegt. Der Titel brüstet sich mit einer Vielzahl an geschichtstreuen Waffen, die ihr mit gesammelten XP freischalten und verbessern könnt. Dazu gibt's authentische Uniformen und Karten, die auf tatsächlichen Schlachtfeldern basieren. Auch die Grausamkeit des Ersten Weltkriegs wird in all seiner Härte dargestellt. Ob Giftgasangriffe oder Gore, Verdun beschönt rein gar nichts. Entsprechend anspruchsvoll gestaltet sich allerdings auch das Gameplay. Wer sich nicht mit seinem Squad abspricht oder blind drauf losrennt, statt Deckung zu suchen, der hat kaum eine Chance. Schließlich bedeuten schon wenige Treffer den Bildschirmtod. Da ist es besonders ärgerlich, dass der Netzcode von Verdun teils etwas unsauber ist. Auch die etwas altbackene Inszenierung und vereinzelte Lags können nerven. Für einen Metascore von 70 reicht es aber trotzdem noch. Schnappen könnt ihr euch Defense Grid The Awakening und Verdun ab dem 22. Juli um 17 Uhr. Bis dahin stehen euch noch die Gratistitel dieser Woche zur Verfügung. Das Wirtschaftsstrategiespiel Offworld Trading Company und der Ego-Puzzler Obduction. Alles Wichtige dazu gibt's in unserem Vorschauvideo, das ihr in der Endcard findet. Sollte euch dieses Video hier gefallen haben, lasst uns gerne ein Like und ein Abo da, um künftig nichts mehr zu verpassen. Alles Weitere aus der Welt der Videospiele findet ihr auf pcgames.de.